Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollte ich mal das Thema Investments ansprechen und wie ich quasi investiere. Ich würde sagen, auf geht's zu diesem Video. Ich werde ja öfter gefragt, Otto, wie investierst du eigentlich Geld? So, dann könnten die meisten natürlich eine wahnsinnig schlaue Antwort erwarten und sagen, in welche 50 Bereiche ich dann investiere und was für verrückte Dinge tue. Aber meiner Meinung nach besteht die Kunst eigentlich darin, sich nicht verrückt zu machen und nur das oder dahin zu investieren, was man versteht. Und der Hauptteil oder der Großteil, wo ich investiere, ist in meine eigene Firma. Weil das Geschäft natürlich stark wächst, nach wie vor. Und dadurch sehr kapitalintensiv ist. Um so große Deals zu finanzieren, kann ich natürlich entweder Geld aufnehmen von der Bank. Ja, Geld ist gerade billig. Aber ich möchte mein Unternehmen ja auch so aufstellen, dass es weder verschuldet ist und einfach jederzeit jeden Deal machen kann. Weil es kann immer sein, dass ein großer Kunde um die Ecke kommt und sagt, hey, ich möchte gern eure Grillsoße in unseren 1000 Filialen drin haben. Und da möchte ich nicht vor dem Problem stehen, okay, wie kriege ich das jetzt finanziert? Also, ich investiere das meiste von meinem Geld in mein persönliches Unternehmen, indem ich ein Darlehen an meine Firma gegeben habe, was auch gut verzinst ist, und kriege eine Zinsausschüttung dadurch. So, und habe dadurch mein Unternehmen gestärkt. Ist auch gut für die Banken, die sehen, hey, der Gesellschafter unterstützt die Firma. Daneben habe ich natürlich ein Aktiendepot, aber auch sehr simpel gestreut das Ganze, also nicht wirklich zu sagen, ich habe 50 Sachen und setze mich auseinander, ob jetzt Wrigley's durch die Decke geht, ja oder nein, sondern einfach so einen ganz simplen Sparplan, wo jeden Monat Geld drauf fließt, auch schon seit einigen Jahren, und fange da auch nicht an rumzuspielen, weil mein Fokus, worüber bin ich gut, ich bin kein Investmentbanker. Das wird vielleicht irgendwann mal kommen, wenn es vielleicht einen großen Exit gibt oder sonst was, dass ich mir Gedanken machen muss, wohin investiere ich noch groß mein Geld, aber so halte ich es echt simpel, dass ich nicht den Kopf reinhängen muss, welche Aktie, welche Firma jetzt wie läuft und Co. Man sieht das ja auch immer, wie manche Aktienkurse sind. Tesla und Co. zum Beispiel ist ja mit das beste Beispiel. Also wirklich absolut undurchsichtig. Ja, das kann Spaß machen. Habe ich auch in der Vergangenheit tatsächlich mal getan. Also wirklich etwas größere Summen auch in Aktien von einzelnen Firmen investiert. Mache ich heute aber nur noch ganz, ganz wenig. Und das auch wirklich mit Absicht, damit ich mich einfach nicht von meinem Tagesgeschäft ablenke. Und zwar mir die Firmen zu betreiben. Denn das ist das, was mir am Ende des Tages deutlich mehr bringt als ein Aktieninvest. Das dauert vielleicht etwas länger, gerade aufgrund des Wachstums, aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als sich jeden Tag auseinanderzusetzen, wie Aktienkurse oder Währungen oder Rohstoffe und Co. stehen. Daneben investiere ich, wenn ich so möchte, eigentlich immer noch ein bisschen Spaß, der auch irgendwie halbwegs vernünftig ist. Pascal und ich auch gemeinsam, und zwar Oldtimer. Ich liebe Autos, ich liebe Motorräder und alles, was damit zu tun hat. Deswegen habe ich ganz, ganz früh schon angefangen. Und anstatt mir einen Firmenwagen, einen neuen zu leasen, habe ich immer von meinem Vater damals die alten Wagen abgekauft. Das heißt, mein Vater fährt so 100.000 Kilometer oder ist früher 100.000 Kilometer im Jahr gefahren. Dann habe ich immer so nach 2-3 Jahren seine Autos abgekauft. Das war dann meist ein Audi A6 Avant mit 200.000 plus auf dem Tacho und bin den gefahren. Privat auf mich angemeldet, habe die Reisekosten der Firma in Rechnung gestellt und habe als Firmenwagen mir allerdings einen Oldtimer geholt. Hat folgenden Vorteil, es gibt die 1%-Regelung, also man muss jeden Monat 1% vom Bruttolistenpreis versteuern. Bei mir war das damals der Mustang, ein 70er Fastback, den habe ich immer noch, steht auch übrigens hinter uns, abgedeckt. Und der hatte einen Listenpreis 1970 von $2.900. Wird umgerechnet in Euro. 2,6, 2,7 und ich musste im Monat dadurch 27 Euro privat versteuern. Hatte das Auto über so ein Classic Leasing, also quasi die Firma liest das Auto, wie wenn du ein ganz normales Auto liest, und nach so und so vielen Jahren gibt es einen Restwert, der berechnet wird, und für diesen Restwert kannst du das Auto dann aus dem Leasingvertrag heraus kaufen. Ich weiß, da schaut mittlerweile die Bundesregierung etwas genauer hin, weil natürlich auch viel Schmuh mit betrieben wird. Aber nach wie vor, ist meines Wissens, läuft das immer noch so. Hat den Vorteil, du hast die Kosten in der Firma, hast wenig 1% Versteuerung, also weil es einfach die Wagen früher nicht viel gekostet haben, und kannst am Ende der Laufzeit das Auto günstig aus dem Vertrag herauskaufen. Also sprich, wie wenn du deinen 5er BMW liest, der ist dann natürlich nach 3 Jahren nur noch die Hälfte wert, während der Oldtimer nach den 3 Jahren natürlich nicht die Hälfte wert ist, sondern mindestens dasselbe,
wenn sich die Preise gut halten. Auch da gibt es ab und zu mal Schwankungen. Aber du zahlst ja nicht das, was am Anfang der Wagen gekostet hat, sondern natürlich deutlich weniger. Also hast du eigentlich schon privaten Gewinn gemacht. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit auch, kurz überschlagen, über 10 Jahren. Sodass ich alle paar Jahre einen Oldtimer in die Firma hole, nicht übertreiben, der einfach richtig, richtig viel Spaß macht und kaufe mir danach privat raus. Ja, alle haben mich damals immer belächelt um die Autos von meinem Vater. Der Rekord war, glaube ich, mal 640.000 habe ich auf einen Audi A6 gefahren. Super ausgestattetes Auto, mein Vater ist nur Langstrecke gefahren. Ja, die Kiste ist dann ein bisschen abgerockt, aber wie schnell vergeht die Zeit? Und der neue 3er, 5er, A6, was auch immer für ein Auto, Mercedes, sonst was, ist nach 3 Jahren auch der alte. Und da kann man auch gleich mit dem alten starten und das Geld dann lieber in etwas investieren, was einfach Wert hat oder beibehält oder sogar im besten Fall noch steigt. In meinem Falle von dem Mustang hat der sich nahezu verdoppelt. Sind ja schon einige Jahre her und die Oldtimer haben wahnsinnig an Wert zugelegt. Also muss man da schon schauen, dass man einen passenden Guten bekommt, wenn man jetzt auf Wertzulage aus ist. Bei mir ist es eher eine Mischung zu sagen, hey, ich habe eine Kosten in der Firma, die ich nicht versteuern muss als Gewinn, habe trotzdem dann irgendwann privat das Auto, was ich liebe, was mir echt Spaß macht, für deutlich weniger und habe damit eigentlich auch ein Investment geschaffen und eine kleine Spardose. Ja, viel mehr investiere ich eigentlich gar nicht und bin damit auch völlig fein, dass ich nicht auf Kryptowährungen und die wildesten Dinge überall einsteige. Kann man machen, aber ich glaube, Warren Buffett sagt auch, investiere nur in das, was du wirklich verstehst. Und der Grund, warum die meisten Leute nicht reich sind, weil sie einfach nicht warten wollen. Die wollen halt sofort reich sein. Und das ist das, was wir suggeriert bekommen, gerade überall. Bitcoin investieren, sofort morgen Millionär. Klar gibt es die Geschichten von den Leuten, die eingestiegen sind vor x Jahren mit ihren 1000 Dollar oder haben früher mit Bitcoin Pizza bezahlt und gegen Wert von ein paar Millionen jetzt. Ja, das gibt es, aber da schiebe ich gar keine Panik und sage mir, langsam und solide Unternehmen wachsen, gut aufstellen lassen, ein bisschen was in Aktien investieren, in ETFs zum Beispiel und mit den Oldtimern, dann reicht das Ganze für mich. Bin ich völlig fein mit. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht ein paar coole Kommentare dazu habt, wie ihr investiert. Das könnte eine sehr lustige Diskussion werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Otto.